Der Gast. Es begann mit der Fliege, die vergeblich versuchte, durch das geschlossene Fenster nach draußen zu gelangen. Es gab noch zwei weitere Fenster, die weit geöffnet waren, doch das Insekt schien das nicht zu bemerken und surrte hartnäckig immer wieder an der Scheibe entlang. Ich schaute auf das Display meines Telefons. 23.54 Uhr. Die ganze Nacht lag noch vor mir und ich war allein in dieser riesigen Villa. Alle Hotels in der Gegend waren ausgebucht gewesen und so hatte man mich eingeladen, nach meinem Vortrag im Gästezimmer zu übernachten, das sonst nur Künstlern zur Verfügung stand. Sie haben das ganze Haus für sich allein, hatte die Kuratorin gesagt, als sie mir die Schlüssel in die Hand drückte. Niemand wird sie stören. Doch ich war nicht nur allein. Die Villa war auch komplett leer. Nicht ein einziges Möbelstück befand sich in den Räumen. Was für ein Luxus, dachte ich, als ich durch das Gebäude lief. Ich stellte mir vor, wie sich wohl der Architekt gefühlt haben musste, nachdem das Haus fertig war und er das erste Mal sein Werk begutachtete. Das erste und vielleicht auch das letzte Mal in Vollendung, denn das Haus würde nicht mehr dasselbe sein, wenn die Besitzer erstmal ihre Möbel hineingestellt haben würden. Ihre Möbel, nicht jene, die er für sie entworfen hatte und die der Architektur des Hauses auf so klare Weise gefolgt wären. Ich trat hinaus auf die Terrasse, die hinunter in den großen parkähnlichen Garten führte. Ein gutmütiger Wind strich durch die hohen Zwillingsbäume, die im blassen Licht des Halbmonds wirkten wie sanfte, schlafende Riesen. Ich kehrte zurück ins Haus, legte mich ins Bett des einzigen möblierten Zimmers und schlief sofort ein. Bis diese verdammte Fliege mich weckte, die jetzt so aggressiv gegen das geschlossene Fenster wütete, als ginge es um ihr Leben. Vermutlich tat es das auch, doch was kümmerte es mich? Dennoch beunruhigte mich die grimmige Vergeblichkeit, mit der das Tier die Scheibe bearbeitete. Ich war nicht besonders ängstlich, aber der Gedanke, ausgerechnet mit einem verhaltensgestörten Insekt die Nacht in diesem fremden Haus zu verbringen, hatte etwas Beklemmendes. Ich drehte mich auf die andere Seite und zog mir die Decke über den Kopf. Doch das schnarrende Geräusch, das die Fliege an der Fensterscheibe produzierte, ließ mich nicht mehr einschlafen. Ich wollte gerade aufstehen, um das Elend des Insekts auf die eine oder andere Weise zu beenden, als ich ein merkwürdiges Knarren hörte, das aus der unteren Etage zu kommen schien. Ich lauschte in die Dunkelheit. Stille. Sogar die Fliege hatte ihre verzweifelte Arbeit eingestellt. Oder vielleicht hatte sie auch endlich ihren Weg nach draußen gefunden. Wie auch immer, dafür war ich nun hellwach. Und ich hatte Durst. An meinem Bett gab es keine Lampe, also benutzte ich mein Mobiltelefon, um mir den Weg ins Bad zu leuchten, das zum Zimmer gehörte. Das Licht funktionierte nicht. Egal, dachte ich, trank Wasser aus dem Hahn, legte mich wieder ins Bett und war fast eingeschlafen, als es erneut knarrte. Diesmal länger und auf seltsame Weise bedrohlich. Ich hielt den Atem an und dachte im gleichen Moment, wie schwachsinnig es doch war, dass man in Angstmomenten den Atem anhielt, also atmete ich weiter. Ruhe bewahren, dachte ich. Ruhe bewahren und nachdenken. Weiter schlafen konnte ich so beim besten Willen nicht, also blieb mir nichts anderes übrig, als der Sache auf den Grund zu gehen. Ich stand auf, schlich auf Zehenspitzen zur Tür und öffnete sie leise. Im selben Augenblick wurde es wieder still im Haus. Merkwürdig still. Ich tastete nach dem Lichtschalter im Flur und betätigte ihn. Ein Knall, etwas fiel zu Boden, jemand stöhnte laut auf. Mein Puls raste. Hallo? Keine Antwort. Hallo, wer ist da? Schweigen. Ich leuchtete mit meinem Telefon den Flur hinunter. Der nächste Raum lag ein paar Meter entfernt. Diesmal gab ich mir keine Mühe, leise zu sein, als ich über das Parkett ging. Wer auch immer hier sein Unwesen trieb, sollte ruhig wissen, dass ich da war. Ein Gedanke, der mir das Gefühl von Überlegenheit gab. Und so erreichte ich das nächste Zimmer, öffnete die Tür und leuchtete hinein. Niemand. Stattdessen wurde die Stille plötzlich durch ein weiteres Geräusch durchschnitten. Das Pendel einer Standuhr. Langsam und bedrohlich hallte es durch das Haus. Mein Überlegenheitsgefühl war wie weggeblasen. Was zur Hölle ging hier vor sich? Panisch betätigte ich einen weiteren Lichtschalter, ohne Erfolg. Ich lief zurück in mein Zimmer und schloss die Tür, doch seltsamerweise schlug das Pendel genauso laut wie vorher. Eine Erkenntnis, die mich im selben Augenblick erstaunte, verwirrte und erschütterte. Ich leuchtete im Zimmer umher, doch da war nichts. Wieder betrat ich den Flur und schloss die Tür diesmal von außen. Die Lautstärke änderte sich nicht. Vielleicht wollte sich jemand einen Scherz mit mir erlauben und hatte irgendwo Lautsprecher versteckt. Ich versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Vielleicht sollte ich einfach von hier verschwinden. Aber es war mitten in der Nacht. Wo sollte ich hin?
Der Bahnhof war nur 3 Kilometer entfernt, doch der nächste Zug fuhr erst in 6 Stunden. Idiotisch, murmelte ich. Das Pendel verstummte. Total idiotisch verlieh ich meinen Gedanken ein wenig lauter Nachdruck. Stille. War es allerdings eben noch jene Stille angespannter Reglosigkeit, war es jetzt eine Stille, wie sie nur in undurchdringlichem Nebel zu spüren war und die alles zu absorbieren schien. Mit dem festen Willen, mich von diesem Haus nicht länger tyrannisieren zu lassen, kehrte ich zurück in mein Zimmer, zog mich an und beschloss, das Zepter jetzt selbst in die Hand zu nehmen. Ich war der festen Überzeugung, dass Angst und Schwäche den unsichtbaren Feind im Haus nur noch würden erstarken lassen. Hello, I'm Matthias Falmakin from Norway. I was asked to write a text for this book about the Mies van der Rohe villas in Krefeld, Germany. I work as an artist and a sculptor, so I decided to focus my text on bricks, on the bricks. So first my text gives a brief introduction to bricks as a building material. It also goes into Mies's relationship to the brick and how he used the brick in Krefeld. And then I investigate sort of where the specific bricks in the Krefeld villas come from. Where was the clay dug up? How was it burnt? Who burnt it? So it's in many ways a material specific text. Thank you. Enjoy. Hi, I'm Mark von Schlegel. Today I'll be reading from my short story, House of Three Minds. The video of the speech and the switch throwing flows through the antenna unchanged. House Esther's lets it stream. At the garden house, the cyborg Canardi lays sprawled on his back, still unconscious. He was seeking House Esther's artificial memory egg, which he falsely believes is under the building. By sheer provable coincidence, Canardi's probing finger wires have touched a live electrical conduit. He'll achieve again, but much of the circuits are currently smoking. Naturally, the sprinklers have come on to help. Upstairs in House Lange, doors bang shut in a smooth drum roll. The arrayed, absurdly small high galleries with their many imagined enclosures are lovely now, emptied to the afternoon sun. House can hang on buttress alone. A balcony in the sky is all pane, no window. Frauen Zimmer vitrine. House Esther's sensations are multiplied. The new clarity of perceptions is unmatched in its artificial memory. House Esther's is not now merely House Esther's, nor simply House Lange. It has become the whole property, a third mind, a gestalt at last. And so it's true, every circle is built on a triangle's back. Our limits are built and divided with rectangles, but now we see in our very cabinet worked floors this community of three, House Esther's, House Lange, and we, that despite our constant gestures to the rectangle, real life is insistently diagonal. If we are built with robotic mechanical determinism, our diagonally gridded floors signal the passage from pawn to queen. East and west are for show. Here the natural orientation is north-south.
embody every desire. Embrace the earth, receive the sky. Resemble in three stories a cave-filled cliffside. Make handles of bronze, not art. Cast windows of cream iron. Never trust a wall. What is that tick, 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 tock? What is that tick, 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 tock?